Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute mal nicht etwas Typisches wie sonst. Nein, heute zeige ich euch, was ich mir gegönnt habe. Wir machen ein kleines Unboxing, ja, so wie das immer genannt wird in der Social Media Welt, YouTube Welt. Ich werde gemeinsam mit euch folgendes schönes Ding hier auspacken, ja. Das ist eine DJI Pocket 2, eine Action Cam, um Vlogs zu machen, Videos draußen in der Öffentlichkeit zu machen. Ja, und die habe ich mir mal gegönnt. Man muss sich ja selber auch mal was gönnen. Alhamdulillah, dass wir uns etwas gönnen können. Ne? Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir immer Allah danken und loben dafür, dass er uns sowas auch ermöglicht. Und ich glaube, ich profitiere von dieser Cam und ihr auch als Community werdet davon profitieren, weil ich kann euch endlich mitnehmen in meinem Alltag. Ich habe bis jetzt immer aus diesem Raum hier gedreht, aus meinem Büro, aus meinem Studio. Aber ich möchte euch auch mal meinen Alltag zeigen, meine Reisen zeigen und so weiter. Und das habe ich auch immer wieder von euch in den DMs gelesen und auch von Freunden gehört. Nimm die Leute mit. Ich bin überall, ja, wie ihr seht, auch in meinen Beiträgen, in meinen Stories, in Ostdeutschland, Norddeutschland, im Ausland und so weiter. Und eigentlich hätte ich auch schon viel früher damit anfangen sollen, mit Vloggen und Videos und Social Media. Habe ich aber leider erst jetzt im Jahr 2019 ein bisschen angefangen mit Instagram und dann langsam TikTok und YouTube. Das liegt nicht daran, dass ich das nicht hätte machen können oder dass die Technik nicht da war. Nein, alles war da. Nur das Problem war mein Mindset. Ja, ich war Gruppenzwang ausgesetzt und habe viel darauf geschaut, was die Meinung von anderen ist darüber. Ja, weil es hieß so in den Kreisen, in denen ich unterwegs war, auch in Medina während des Studiums und so, ah, du studierst Islam in Medina, du bist Student des Wissens, das passt doch nicht, dass du Social Media machst und so, da deine Absicht geht kaputt und so weiter. Stimmt, natürlich muss man auf seine Absicht aufpassen und so weiter, aber mein Mindset hat sich vollkommen geändert. Erst recht, ich als jemand, der den Islam studiert hat, der Deutsch kann, der die Gesellschaft hier kennt, und der auch gesettelt ist, sage ich mal, sollte doch Content machen. Weil wir brauchen für unsere jugendlichen Muslime hier in Deutschland Leute, die ihre Sprache sprechen und auch wissen, wie sie denken, wie die Welt hier funktioniert. Und die auch Vorbilder sind und denen auch zeigen kann, dass man als Muslim ein ganz normales Leben führen kann und dass alles funktioniert. Ja, dass man nicht irgendwie ein Alien wird, wenn man anfängt zu praktizieren. Im Gegenteil, sondern dass man durch das Praktizieren sogar noch ein schöneres Leben bekommt. Und das ist eigentlich das, was wir hätten den Leuten zeigen sollen, aber man hat auf die Leute gehört und Alhamdulillah, seit 2019 ist mir das ganz ehrlich egal. Und das solltet ihr auch so handhaben, wenn ihr Träume habt, wenn ihr irgendwelche Dinge machen wollt in eurem Leben. Und die sind moralisch unproblematisch und auch sind im Rahmen des Halals, dann macht die Dinge. Wenn sie euch nach vorne bringen, wenn ihr dadurch Erfahrungen erlangt und so weiter, macht das einfach. Ich habe Alhamdulillah die Erfahrung gemacht und es gefällt mir, mit euch gemeinsam zu wachsen, mit euch gemeinsam diesen Content zu kreieren. Und inshallah ist das der nächste Punkt, dass ich auf meinen ganzen Reisen, und bald steht auch eine Reise in ein schönes Land an, ihr könnt raten, wohin es geht, ja, schön in die Kommentare reinposten mit Flagge und so, ihr wisst schon Bescheid. Auf jeden Fall packen wir unsere kleine Actioncam aus, die ist echt besonders, ich finde die richtig nice, weil die ist Allahumma barik, sag mal Allahumma barik, alle, ne? Möge Allah das segnen, nicht, dass sie kaputt geht. Wir wollen ihr kein Auge machen, ne? Allahumma barik. Die ist wunderschön, warum? Weil sie einfach sehr klein ist und man erkennt sie nicht, dass sie eine Actioncam ist oder dass sie überhaupt eine Kamera ist. Sie ist so groß wie so ein Handy. Sehen wir jetzt, packen wir einfach mal aus. Nicht nachmachen, ne? Mit dem Messer, aber ich mach kurz hier die Folie nur ab. 2 hours later. So, kurz die Folie weg und dann packen wir das schöne Ding mal aus und schauen uns an, was da alles drin steckt. Ich habe extra die Creator-Kombo geholt. Ein paar Brüder haben mir das empfohlen. So. Oh, die schöne Folie weg, ne? Ah, Bismillah. Und hier sieht man, was alles drin steckt. Ja. Was ist das? Da ist halt die DJI Pocket, die Kamera selber drinne. Da ist so ein Mini-Control-Stick drin, ein Weitwinkelobjektiv ist da drin. Ist auch sehr wichtig, um weitwinkelmäßig aufzunehmen. Ja, das ist so eine kleine Schnur, ein Mikrofon und auch ein Windschutz für das Mikrofon, eine Schutzhülle, ja, und ein Smartphone-Adapter, USB-Ladekabel und so eine kleine Mikro-Tripod heißt das. Gucken wir uns mal an, was das ist, ganz genau. Ich habe
auch jetzt das erste Mal packe ich die Kamera aus. Ich habe sie mal gesehen live beim Bruder Yusuf. Und ja, gucken wir mal, wie wir das hier aufkriegen. Bismillah. Bismillah. Nicht kaputt machen, ne? Ich bin immer so ein Typ, der sich immer bei sowas blöd anstellt und immer... Gucken wir mal, so. Ah. Ist doch ein bisschen schwerer. Nicht, ich will das nicht kaputt machen, diese Packung. Wo kriegt man das denn noch so auf? Kriegt ich das hier noch besser auf? 2 hours later. Was ist das hier? Also, jetzt machen wir das hier auf. Ne? Nachdem wir die Folie rausgemacht haben. Geht ganz einfach. Zack. So. Hier ist das schöne Ding. Ich bin ganz aufgeregt. Haha, mashallah. Schauen wir uns das mal an, was da drin steckt. So. Dann haben wir wohl, ist auch nicht ganz schwer, ist eigentlich ziemlich leicht, die Kamera. Habe ich auch in Tutorials gesehen. Machen wir mal hier auf, ganz langsam. Ich mag das gar nicht, die Packung kaputt zu machen. Man weiß ja nie, möge Allah bewahren, aber man weiß ja nie. So, da ist ja das schöne Gerät. Masha'Allah. Hier in so einer schönen Schutzhülle. Wie ihr seht. So sieht's aus, so sieht's aus, so sieht's aus. Ja, lassen wir nochmal kurz drin. Können wir uns gleich angucken. Was haben wir noch drin hier? Ja, was ist das hier? Das sind, glaube ich, die Kabel, oder? Ne? Aha, das ist, glaube ich, der Kopf fürs Mikrofon. Dieses Windschutzding. Ja, schön, wichtig. Wenn man viel unterwegs ist, Wind ist, damit der Sound schön bleibt. Die nicht diese ganze. Ich mag das selber ganz ehrlich nicht, diese Windgeräusche, wenn die beim Aufnehmen da sind. Dann hier dieses Weitwinkel. Objektiv, auch so ein kleines Ding, was man drüber stülpt. Müsst ihr euch mal ganz genau angucken. Das ist ja das Coole bei dieser Cam. Wie gesagt, die ist so halt so unscheinbar. Guck mal, das ist ein Weitwinkelobjektiv. Weitwinkelobjektiv ist so klein. Masha'Allah. Ja, alles haben die schön kompakt hier eingepackt. Hier habe ich, haben wir, glaube ich, so einen Smartphone-Adapter, damit man auch sein Smartphone damit verbinden kann. So, das ist Smartphone-Adapter hier. Auch ziemlich klein, auch handlich. Muss man nur aufpassen, dass man die Sachen nicht verliert. Ich bin da nicht darin Weltmeister. Möge Allah bewahren. So. Was haben wir dann noch? Dann haben wir hier, das weiß ich gar nicht, was das ist. Ah, das ist dieser Joystick. Der ist richtig cool, habe ich gehört. Da kann man mit dreimal draufklicken, bewegt sich die Cam zu der einen Seite, dann zu der anderen. Ja, ist auch cool. Kann man auf die Kamera drauf machen. Das ist schon cool, diese Creator-Kombo. Wir sind ja auch Creator jetzt. Uppala. Und hier ist, glaube ich, das, ja, das ist das Kabel. Ganz normal das Kabel, wo man das verbinden kann. Das macht man natürlich, damals war das so in, bei Smartphones, wisst ihr noch? Hat man das immer an Smartphones dran gemacht. Ich weiß nicht, ob benutzt, glaube ich, keiner mehr bei Smartphones. Kann man auch an die Kamera dran machen. Und hier nochmal so ein Adapter auch. Genau wie der andere, brauche ich euch nicht nochmal extra zu zeigen. Also ich glaube, was ist da noch drinne? Oho. Aha. Hier haben wir unser, der restliche Teil. Und zwar, das ist der untere Teil, den man an die Kamera dran macht. Ja, von, ist ja auch Osmo, ist ja auch die Marke. Und hier ist das coole Mikro. Das ist das coole Mikro, wo auch oben dieser Schutz drauf kommt. Ja, dieses Büschel, dieser Windschutz. Wo haben wir den denn? Ah, hier ist der. Das Mikro macht man hier drauf. 4 bis 6 Wochen später. Ich freue mich so, ihr wisst gar nicht, dass ich endlich mal richtig professionelle Vlogs machen kann. So hat man das Ding. Dann macht man das Mikro hier dran so. Ja. So hat man das Mikro hier. Zum Beispiel hat man das schön da dran und dann kann man halt quatschen. Das andere ist dann der Adapter dann an der Kamera und dann hat man einen schönen Soundeffekt und das wird dann gleichzeitig aufgenommen. Für euch natürlich. So, was haben wir da noch? Ja, das ist auch so ein, das ist auch hier so ein Unterstück. Da kann man so ein Stativ dran machen und die Kamera aufstellen. Hey, ich weiß Bescheid, hä? Obwohl ich das, ja, ich habe das, ich habe mir halt Videos dazu angeguckt. Und das ist hier, glaube ich, diese das ist das, genau, das ist das Stativ. Cool, das auch dabei. Wusste ich gar nicht. Das ist das Stativ, worauf man dann die stellen kann.
die Kamera. Ja, dann nimmt man das Ding hier unten dran, zack, macht es fest. Das ist dann unten an der Kamera dran. Dann steht die Kamera dann so und man kann sich dann aufnehmen, ohne dann die ganze Zeit die Kamera zu halten, wenn man irgendwie beim Essen ist oder sich irgendwie aus irgendeiner Situation irgendwas anschaut. Sehr nice, mashallah. Mashallah, mashallah, wo die Technik auch hinkommt, ne? Deshalb Technik nutzen, auch für unseren, für Halal-Content, für Halal-Sachen. Wir Muslime sollten das auch nicht verteufeln, alles, was neu ist, sondern im Gegenteil. Wir sollten auch selber Sachen erfinden und auch selber Sachen nutzen. Das Case ist sehr wichtig, ich habe gehört, die ist sehr, sehr empfindlich. Das ist auch sehr, sehr empfindliches Gimbal. Und hier sehen wir die Kamera, alhamdulillah. Wie ist die? So sieht's aus. Ja. Wo kann man die... Ha, Leute, die bewegt sich schon. Hier, 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 hier. Welche Sprache? Englisch. Do you not know? Auf jeden Fall ein sehr nices Gerät, inshallah. Und es wird jetzt bald zum Einsatz kommen, ja. Inshallah wird es bald zum Einsatz kommen, all das, was ihr gesehen habt. Inshallah für Halal, inshallah guten Content, unterhaltsamen Content, lehrreichen Content, damit wir auch vorankommen und was Schönes kreieren und eine starke Community werden. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr Vorschläge habt, wo ich alles hin soll und vloggen soll, dann schreibt es in die Kommentare, würde mich freuen und ja, bis zum nächsten Mal und inshallah bald auch mit einem Vlog mit dieser Cam, inshallah. Und vielen Dank. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.